Der Lade dauert eben. Ladescreen. Genau. Ja, ja. Deswegen sagte ich ja, entweder Codemasters gibt jetzt richtig Gas mit dem 2016er Formel 1 oder die übergeben dann einfach an Milestone hier. Ja. So Leute, willkommen. Willkommen bei MXGP2 mit dem Dark Elder und mir, dem muten Roshi. Oder Renault 89, eher gesagt. Jo, jo, jetzt hört ihr mich auch. Hallo, hallo. So. Jo. Zur Strecke. Geht's direkt auf Rennen. Sehr gut. Das ist die, die ich am wenigsten kann. Alle stehen bleiben erstmal. Geil. Oh. Sehr gut. Abseits. Lach erstmal einer auf dem Boden. Oh. Geil, ich pack auf einem. Ich hänge fest. Nein. Ey, ich hänge fest. Was mach ich jetzt? Ich hänge in der Wand, Mann. Echt? Ah! Scheiße. Und ich komme nicht mehr raus. Du kannst dich doch wieder neu hinstellen, oder? Ja, jetzt muss ich nur rausfinden, wo die Taste dafür war. Sehr schön. Oh. Boah, Alter. Das ist cool, wenn man die Strecke nicht kann. Oh. Oh. Was haben sie jetzt die KI gestellt? Ey, ich hänge hier aber so geil fest. Oh, ja, ich fahr wieder. Geil, eine Runde Abstand. Boah. Das hol ich schon locker. Wow! Im Wheelie, Alter. Aber ist schon geil gemacht, so an sich. Ja, finde ich auch. Vor allem das Springverhalten, dass du so deine Maschine und deinen Körper halt so drehen kannst. Ja. Mit dem rechten Stick kannst du deine. Ja, genau. Links und rechts und so, weißt du? Genau, kommt auch ja. Am besten, wenn du halt nicht auf, wenn du halt die Fahrphysik auf Mittel oder auf Pro stehen hast, dann kommt das eigentlich am besten. Weil dann wirklich komplette Kontrolle hast. Ich gemacht, wie bei dir. Boah. Ich muss in der Luft ein bisschen mehr bremsen, dann geht der vorne nämlich. Oh, hier ist einer gestürzt. What the fuck? Verzieh dich! Nein! Bei dir auch Verbindung zum Host unterbrochen? Ja. Boah, das hatte ich jetzt das erste Mal, ey. Ja. Scheint wohl ein guter Host gewesen zu sein, auf jeden Fall. Ja, das ist leider, ne? Du hast halt keine dedicated Server hier. Du bist halt von dem Host abhängig und wenn der eine scheiß Leitung hat, dann bringt deine 100.000er oder was auch immer auch nichts wirklich. Aber gut. Such meine Nummer. Ja. Passiert. Suchst du? Ich such. Alles klar. Okay. So, hab dich eingeladen.
Ist drin? Ja. Gut. Gehen wir schon direkt los hier. Thailand. Wenn jetzt keine KI reingemacht hat, dann fahren wir zu dritt. Geil. Einer drin. Übrigens einmal Plätzchen, Podium sicher. Ja, ja. Oh, Untergrund gemischt. Dir gefällt Assen ganz gut, oder was? Ja, Assen ist eine schöne Strecke, ja. Weil die ist nicht so... Es gibt auch ein oder andere Kurven, die auch cool sind, aber... Die amerikanische Strecke, die Glen, ist auch nicht schlecht, aber... Oh, er hat KIs reingemacht, gut. Jo. Wow. Wo sind die Dingmaschinen? Oh! Alter, bist du da durchgerotzt! Ich wollte gerade sagen, du bist da echt gut durchgerotzt. Oh. Oder will einer auf meinem Rücken landen? Nein! Oh. Oh, die thailändische Strecke, die ist nicht ohne. Ah, oh, fuck. Wow! Besonders die Stelle hier, weißt du? Sprünge sind auch immer direkt vor den Kurven. Oh, oh, bremsen! Oh, da liegen wieder zwei. Wow. 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 Boah, wie viele Sprünge! Ich bin... Alter! Ich bin hier voll überschlagen gerade. Ah, nein. Boah, die ist echt nicht ohne, ja. Ja, sag ich, die Strecke, die ist... Alter. Oh nein, nicht gegen die Schilder. Ah, fuck. Ich meine, die KI ist zwar super fair hier auch in diesem Spiel, ne, aber die ist auf Mittel, ist sie schon echt heftig. Oh ja. Boah. Ah, bremsen! Boah, jawoll! Scheiße! Boah, Alter. Ich glaube, die ganze KI hat mich jetzt überholt, ey. Seid ihr nur noch Zehnter. Also bist du wieder vor mir. Ja, der GTX ist hinter dir. Oh. Oh, ein Schild mitgenommen. Ja, komm, nein. Oh, was eine Kurve.
komm, wenigstens 9. Nein, das war schon mal gegen Schild. Das ist das Ziel. 3. Runde. Wow. Ah, wieder aufs Maul gelegt. Also, wenn du dich bei der Strecke aufs Maul legst, dann ist das nicht enorm. Dann ist das normal. Ja, die ist echt heftig, ey. Ah, du Blöder. Die wäre eher geiler zu fahren, denke ich mal, mit den kleineren Maschinen. Ja. Ist es gut, wenn du die KI auf easy machst, dass du die doch hinter dir lässt und du dann vorne so den Kampf ausmachst, sodass die halt nur nebenher fährt. Egal. Uhuhu. Wow. Alter. Pack mich hier auch nur aufs Maul. Ja, ich kämpfe hier mit den 9 Platzierten. Ah. Nämlich, dass ich noch 11. bin. Und wieder fährt der 12. überhaupt nicht. Boah. Ja, ist cool, wir 3 Spieler sind alle hinten und die ganze KI ist vorne. Ah! Irgendwie verkehrt rum, ne? Ja, ja. Aber da kommen noch 2 Mitspieler anscheinend. Das ist gut. Beziehungsweise gehen wieder raus. Boah, nimm aufs Maul. Erfolg freigeschaltet, ein Rennen, eine Welt. Beende dein erstes Mehrspielerrennen. 130 Credits, hau mich weg, ey. Me too. Ich glaube, wir die dicken Betriebenen fahren müssen. Ja, die wurden ja random ausgewählt, die Strecken. Sind ja, werden ja hier rausgewählt. Nee, die Maschinen meine ich. Ach so, ja. Was nehmen wir denn mal? Boah, Deutschland ist auch so eine Strecke. Warte mal, Assen. Deutschland ist auch so eine Strecke, die echt krass ist. No. Toll, jetzt kommt was ganz anderes. Argentinien? Ja, okay, Argentinien ist... Ich sag mal, Argentinien geht auch einigermaßen. Bis auf die ein oder andere Kurve geht's. Bin ich immer gespannt. Also da bei Passage 2, das sieht ja böse aus. Ja, das stimmt. Wenn du das mal so ansiehst, das sieht echt krass aus. Nur die gemalten Strecken hier sehen oft härter aus als das, was du da fährst. Gut, das Bild hinten dran, das sieht jetzt auch nicht gerade. Ja. Na gut, da geht's relativ geradeaus. Manche Kurven sind ja mehr so gewölbt, weißt du, da kommst du eigentlich recht gut rum, so Schrägkurve-mäßig. Wenn es dich nicht aufs Maul packt, ja. Oder man rausfliegt.
Ist er auch rausgeflogen? Mm. Okay, zoomen wir. Neues Spiel. Oder mach mal ein privates auf. Ja, stimmt. Warte mal, kann ich das auch öffentlich stellen? Öffentlich? Warte mal. Was sollen wir fahren? Die großen oder die kleinen? Lass mal die kleineren fahren. Okay. Jo, privat ist, dass man selbst eins startet, aber da können auch andere Leute reinkommen, das ist gut. Ja, korrekt. Wenn ich das sehe. Ja, ich meine, wie sollst du sonst ein, weil irgendeiner muss ja der Host sein. Ja, stimmt auch, oder? So, mal eben eingeladen hier. Weil ich konnte dir jetzt sogar beitreten, ohne dass ich die Einladung angenommen habe. Ach so, ja. Ich glaube, das wird automatisch mit KI aufgefüllt, wenn du... Ja, okay. Ja, dann du hast ja in der Vorauswahl schon diese KI auf leicht gemacht. Ich denke mal, ansonsten hätten wir die auch ausmachen können. So. Dann wären die weg gewesen. Ja, dann warten wir einfach, bis welche reinkommen. So. Achso, der macht aber automatisch hier Timer. Ja, ja. Oh, guck mal, die hat nur 3 Streckenabschnitte. Oder hatten die anderen auch nur 3? Ich meine, die gerade eben hatte 4, oder? Nee, es gibt nur 3 Sektoren. Ist ja wie bei der Formel 1 auch so. Stimmt, ja. Sind es auch immer 3. Oh, die bin ich schon mal gefahren. Ich habe keine Ahnung mehr, was da abging, aber die bin ich schon mal gefahren. Ja. So. Ich verpenn's jedes Mal, Mann. Ja, das ist auch, Alter. Ich hab einmal habe ich den perfekten Start erwischt. Also, da bin ich richtig gut weggekommen. Also, richtig. Ja, ich bin auch mal gut weggekommen, aber die anderen, die ziehen so hart nach, ey. Ja. Die Strecke ist in dem Sinne nicht so heftig, weil die nicht so viele Sprünge hat, ne? Also nur auf manchen Geraden. Und auch nicht so vor Kurven, ne? Ne, nur einmal so ein Sprung und dann. Ist geil, die geht direkt an eine Tribüne da hinten vorbei. Stimmt, das ist die, wo ich mir gedacht habe, Alter, wenn du da falsch fährst, hast du auch mal gerannt. Ja. Spannend, du bist Erster, hm?
Ja. Ah, das, wenn du die KI dann auf leicht stellst, dann ist sie dann auch leicht. Ja gut. Das ist wirklich aber so für uns Anfänger ist es ja eigentlich nicht verkehrt. Ey. Nö. Weil auf Mittel ist, muss ich auch sagen, ey, das ist echt ein bisschen was extrem. Auf Mittel gehen sie echt für ab, Mittel. Ja, das stimmt. Ja. Wir gar nicht wissen, wie sie dann auch schwer abdrehen, ey. Müsste eigentlich heißen, leicht, schwer und extrem. Es gibt ja noch realistisch. Jo. Ja, stimmt. Ist dann für die ganz kaputten. Mhm. Ja. Ich keine Hobbys haben. Ah, oh, nein, jetzt hab ich mich abgelehnt. Zwei Perspektiven gibt es hier. Einmal die Außensicht und einmal die Frontsicht. Beziehungsweise die Lenkradsicht. Ja. Mhm. Gut, die Kamera von der Außen kannst du noch weiter weg machen, nur näher ran, aber in der Höhe verstellen kannst du auch nicht. Ja. Aber gut, wer weiß, das Spiel ist ja noch nicht lang draußen. Nö. Vielleicht kommt der nochmal irgendwie ein Update, wo man was verändern kann. Ja, das definitiv. Also Milestone ist da ziemlich schnell, was Updates angeht. Kurve, die ist ein bisschen. Die darf ich nicht zu heftig nehmen. Diese ganz enge da, die erste, nach der langen Geraden. Ah! Nach den Koppels. Ja. Mhm. Ja. Du kannst ja hier auch nur diesen. Wenn du so Sprünge findest, wo du meinst, du springst so hoch, kannst du diesen Flick ja auch machen noch. Ja, du, ja, genau. Ja. Die Sticks so aneinander machst. Ja, oder auseinander. Genau. Aber da musst du auch aufpassen. Mhm. Zu weit gemacht. Wenn du da aufkommst, legst du dich hin, ey. Ja. Okay. Ich probiere gerade noch ein bisschen. Fährst du mal mit Vorder- oder mit Hinterradbremse oder mit beiden? Ah ne, du hast kombiniert, gell? Nee, ich hab die aus, dass die nicht kombiniert sind. Ich am meisten bremse ich mit der Bremse auf A. Ja, Hinterrad oder was? Genau, einmal kurz die LT, die normale Bremse, die Vorderradbremse an und dann für um Kurve dann mit der Hinterrad. Mhm. Mit der driftest du dann ich ein bisschen. Ich mach auch sau viel nur mit Kupplung. Ja, yeah, da kommst du auch gut um die Kurven.
Boah, aber diesen Flick machen, während du diese Frontkamera hast, das ist aber auch ganz schön. Da machst du nicht gern. Nee. Boah. Hör mich scheiße auf und ich denke, ey, und da kommt der nächste und haut mich raus. Ja. Oh, jetzt ging's. Vor allem sieht der Holo endgeil aus, wenn du mit dieser Onboard-Kamera fährst. Ja, ja. So. Ja gut, dann hauen wir die KI auch mal ein bisschen auf Mittel. Weil wir ein bisschen was zu tun hier. Alter, 18 Sekunden. Ich glaube, in der Cockpit-Kamera kann ich sogar einfach besser fahren. Von hinten, da lege ich mich so oft aufs Maul. Ja. Weil ich nicht sehe, wie früh genug, wann er um die Kurve ist, so, weißt du? Manchmal ziehe ich ihn dann auch zu weit rum. Und komme dann irgendwie links oder rechts aus der Kurve wieder zu weit rein, schon fast. Ja. Dass ich wieder von der Strecke abkomme. Gewinne ein Rennen. Hast du jetzt eigentlich gekriegt an Credits? 110. Nur 110? Ja. Gewinne mit Suzuki das erste Mal in einem beliebigen Spielmodus und gewinne mit einem offiziellen MX2-Fahrer in einem beliebigen Spielmodus. Erfolg freigeschaltet. So, gucken wir mal, was geben wir da? Achso, Rennoption. Ach, die kann ich nicht mehr wechseln, oder was? Nö, ja, stimmt, ja, Mann. Ich auch gerade. Ach, warte mal, ich versuch mal was. Jupp. Wir versuchen es noch einmal. In Spiel beizutreten? Ja. Wenn, dann will heute Xbox Live einfach nicht. Im Moment. Keine Ahnung. Ich kann ja auch mal suchen, noch parallel.
Ja, ich hab direkt was. Echt? Jo. Dann lad mich ein. Weil bei mir dauert das lange. So. Oh geil, geht auch sofort los hier. Ja, wir bleiben beim Schweizer Jeremy Sewer. Ah! In Assen. Ich glaube, die Holländer sagen auch so Assen. Assen? Ja, Assen. Weil in Assen gibt es nämlich auch eine MotoGP-Rennstrecke. Ja, und die ist grauenhaft. Die hat jemand entworfen mit Parkinson. Ernsthaft? Keine Ahnung, hast du die mal angeguckt? Da gibt's keine Geraden, die ist nur gezittert. Ja, weiß ich. Die ist echt heftig. Mein Vater fährt die voll gerne in MotoGP. Ich könnte jetzt mal kotzen, wenn ich die fahren muss. Das ist meine MotoGP Monaco-Strecke. Ja. Ja, mit dem Bike ist es schwieriger, um die Kurven da, um die ganzen Zitterpartie-Kurven rumzufahren. Ja, auf jeden Fall. Grauenhaft. Ach. War erstmal schockiert, als ich das hier gelesen hatte. Aber hier die ist eigentlich ganz cool. Jo. Auf zur Strecke. Fast alle verkackt. Wow. Wow, ich fall über einen drüber, geil. Wow, ja, Bike. Sehr schön. Ich bin auch über einen drüber gefahren, aber dann habe ich die Kurve nicht mehr gekriegt, egal. Och, was ist denn jetzt schon mit der? Sag ich mal so schön vorne. Ja, echt. Ich glaube, der macht heute einfach Ding ins Xbox. Ja, mal privates Spiel. Ja. Mach mal so eine kleine, mach mal Stadium Series. Warte, haben wir auch noch nicht gemacht. So, kenne ich auch noch gar nicht. So. Ja, wenn das nicht funktioniert. Ja, kann man nichts machen, wenn ein Xbox Live hakt. Was ist ein MX-On-Rennen? Kann man, kannst du beitreten. MX-On? Wie MX-On? Spielmodus MX-On-Rennen. Ah, hier, das ist dieses Verschiedene. Es gibt ja einmal irgendwie... Es gibt ja einmal Stadium, es gibt einmal Nixon Open oder Open Nixon. Open Nixon ist wahrscheinlich on. Und es gibt ja die Stadium Series und die Monster Energy. Das sind verschiedene Spielmodis, Rennen irgendwie. Ja, ich sehe, da kannst du nämlich auch. Hier kannst du offene Klassen reinmachen, nicht nur MX2 oder MXGP, sondern auch Open. Das heißt, da fahren alle Klassen mit. Ja. Das sind aber zwei verschiedene. Das ist ja so,
So nach dem Motto, jede Gruppe fährt für sich sozusagen. Ah. Mehrklassenrennen, ja. Mhm. Aber ich bin auch noch kein Stadionrennen gefahren. Können wir ruhig mal machen. Ja. Mal ein bisschen was anderes. Machst du eins auf oder was soll ich machen? Ja, du kannst beitreten. Ich hab eins auf. Ah, okay. Wunderbar. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Mich auch nicht. Fangen wir mal beim ersten an. Ja. Die sehen doch relativ manierlich aus. Ja, die Strecken sehen nice aus. Boah, dafür, dass die so groß irgendwie bildmäßig aussieht, sind so 830 Meter. Also 0,8 Kilometer. Goldig. Ja. Das ist üble Hügel. Ja. Das sieht übel aus. Und ich glaube, jetzt kommt gerade hier Diane. Oh. Wow. Kommt direkt die erste krasse Kurve. Boah. Was ein Pulk hier ist, verstopft hier die ganze Straße. Aua. Wow. 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 Au. Ich muss mal gerade runter an die Tür. Ja. Bild sah die jetzt aber nicht so krass aus. Was? Auf dem Bild sah die jetzt aber nicht so krass aus.
Scheiß ist das eine Strecke. Sah auf dem Bild noch so ganz locker aus. Ey. Ey, die Strecke hier im Footballstadion hier, das ist schon ein echtes Brett, ey. Ja, und diese scheiß Steine hier an der Seite sind. Ich sag mal so, und die sah auf dem Bild noch so putzig aus, ey. Und jetzt geht die. Boah. Alte. Nein! Fall doch nicht hin. Jo. Alter! Bin ich in die Werkstatt oder was? Was eine Strecke. Ja, gut, wenn du das schon weißt, dann. Weil bei mir war es so gewesen, der hat bei mir die Bremsen getauscht und die haben trotzdem noch so gequietscht, ja. Aber das ist scheinbar normal am Anfang, ja. Weil ich hab's schwarz auf weiß auf der Rechnung gesehen, dass er die Bremsen getauscht hat. Ich hab auch keinen Bock, das da. Ja, das hier Mod. Benny, ich bin mal kurz raus, ja. Okay, alles klar. Dann vielleicht gleich nochmal. Ich weiß nicht, wie lange bist du noch am Start? Ja, mal gucken, wie lange ich noch am Start bin. Schreib mir einfach, wenn du wieder da bist. Genau. Okay. Gut. Alles klar, wenn nicht, kann ich ja auch meine WhatsApp-Gruppe nochmal schreiben, falls ich mich online sehe. Okay.
Alles klar. Jo, dann bis später. Jo, ciao, ciao. Ciao, ciao. So, Leute, und wir machen ja auch mal einen kleinen Cut. Ja, sagen wir so, vom Online-Modus kam jetzt nicht so viel rüber. Ich muss dazu sagen, es liegt nicht am Spiel, es lag ein bisschen an Xbox Live, weil ich ein bisschen heute am Formel 1 Probleme hatte. Also nicht verzagen! Demnächst hau ich nochmal Online-Video raus. Vielleicht nachher noch, vielleicht morgen oder so, aber es kommen auch Singleplayer-Videos und die laufen dann 1A. Vielleicht klappt auch demnächst wieder online. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, trotz der kleinen Online-Probleme. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal bei MXGP2.